Hallo. Nice. Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich zeige dir heute 5 Videokameras für unter 1000 Euro. Ich habe selber bei mir bemerkt, ich habe nicht wirklich viel Budget und um eine gute Kamera zu finden, muss man schon lange suchen und auch in die Tasche greifen. Deswegen habe ich euch einfach mal 5 günstige Alternativen von hohem Preis bis zum niedrigen Preis aufgelistet, die sehr gute Videoqualität bringen. Platz 1 ist mit 780 Euro die Sony Alpha 6300. Mit dem 16-50mm Kit-Objektiv. Diese gibt es auf Amazon neu zu kaufen und sie hat einen 24-Megapixel APS-C Sensor und kann 4K in 30 FPS, das intern 6K aufgenommen wird, und Full HD mit 120 FPS aufnehmen. Dazu bietet die Kamera auch noch ein S-Log-Farbprofil, das heißt ein flaches Bildprofil, um nachher besser color graden zu können. Die zweite Kamera ist mit 630 Euro die Canon EOS M50 und dazu das 15-45mm Kit-Objektiv. Sie kann mit 4K und 30 FPS aufnehmen und in Full HD mit 60 FPS. Und dazu hat sie in 4K leider einen kleinen Crop, aber der ist nicht so sehr sichtbar. Sie hat einen sehr guten Hybrid-Autofokus und dafür ist sie auch sehr bekannt geworden, für diesen super Autofokus, der wirklich schneller als bei allen anderen Kameras läuft. Dazu hat sie einen 24-Megapixel APS-C Sensor. Als nächstes habe ich für 430 Euro die Lumix G70 mit dem 14-42mm Kit-Objektiv. Diese kann in 4K 30 FPS aufnehmen und in Full HD 60 FPS. Sie hat einen kleineren Sensor als die anderen beiden. Sie hat einen Micro Four Thirds Sensor. Aber das sieht man nicht so sehr, nur im Dunkeln ist sie halt etwas schlechter, da braucht man dann Objektive mit einer höheren Lichtstärke. Als nächstes habe ich für 360 Euro den DJI Osmo Pocket. Das ist die Kamera, mit der ich auch gerade aufnehme. Und ja, sie hat leider keine Wechselobjektive, weil es einfach so eine kleine Einhandkamera ist. Aber dafür ist ein eingebauter 3-Achsen-Gimbal dabei und dieser hat wirklich bessere Stabilisation als alle die anderen vorgestellten Kameras. Die Bildqualität seht ihr ja gerade, ich finde sie wirklich super. Und für das kleine Ding mit dem 1/2 Zoll Sensor ist das wirklich schon sehr gut. Im Gegensatz zu den anderen vorherigen Kameras hat der DJI Osmo Pocket leider keinen Mikrofoneingang. Man kann aber dazu einen kleinen Adapter kaufen, den man unten in den USB-C-Slot reinsteckt und dann hat man auch einen Klinkeneingang dabei. Für 120 Euro habe ich jetzt nur den Buddy der Kamera, die Lumix GH1. In Full HD kann sie leider nur mit 30 Bildern in der Sekunde aufnehmen, aber in HD dafür mit 60 und da sieht man kaum einen Unterschied. Und sie hat einen 12-Megapixel großen Micro Four Thirds Sensor und hat auch einen Mikrofoneingang. Die gibt es aber leider nicht mehr neu zu kaufen, die gibt es nur noch auf eBay. Und ich habe auch noch mal überlegt, ob ich mir die vielleicht hole, weil ich habe keine Kamera mit Objektivwechsel und ich würde gerne Vintage-Objektive und andere Objektive benutzen. Und genau, deswegen glaube ich, hole ich mir diese Kamera als nächstes. An und für sich würde ich gerne noch sagen, dass es sich meistens mehr lohnt, eine günstigere Kamera zu kaufen, wenn man sich dafür ein teureres Objektiv dazu kaufen kann. Denn meistens macht das Objektiv mehr am Bild aus als der Sensor der Kamera. Ich wünsche euch allen noch eine gesegnete und frohe Osterzeit mit eurer Familie und euren Freunden. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!